Warte mal, warum habe ich denn 10 Royal Eggs bei mir? Wo könnten die nur herkommen? Hast du die gekauft? Natürlich habe ich die gekauft und ich habe 10 Pet Eggs und wir machen die jetzt zusammen auf und gucken, was der Unterschied ist. Also, wir bekommen wieder ein Einhorn. Ich würde dir gerne eins schenken. Ich hätte auch gern wieder ein Einhorn. Hey Leute! Was geht? Mama Dania hier mit... Bibi Kahn, hallöchen. Bibi Kahn in seinem Zimmer. Hallo, ja, ich bin zu Hause, Mama Dania. Ich habe ja Hausarrest und das auch verdient, weil das, was ich beim letzten Mal gemacht habe, sollte man nicht machen, weil das gefährlich ist. Korrekt, schön, dass du es einsiehst. Ja, du bleibst bitte auch zu Hause. Ja, aber es ist voll langweilig die ganze Zeit. Du bleibst bitte auch zu Hause. Du hast einen Computer, du hast Bücher, du kannst dich beschäftigen. Viel Spaß. Ja, aber alle sind draußen, weil so gutes Wetter ist. Können wir nicht in einen Trampolinpark? Nein. Bitte, dann bleibe ich ja zu Hause, also rein theoretisch. Bleib gerne zu Hause, kein Problem. Ich bin jetzt mal in der Stadt. Nein, ich meine mit dem Trampolinpark. Ja gut, dann gehe ich jetzt schlafen. Und was machst du? Ich bin in der Stadt. Ach so, ja natürlich. Und ich muss zu Hause chillen, oder was? So, Leute, ich hole mir jetzt mal ein paar Eggs. Ich habe nämlich was vor. Ja klar, Baby Kahn hat Hausarrest und so. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht auch zusammen Experimente machen können. Und deshalb hole ich jetzt 10 Pet Eggs und 10 Royal Eggs. Und dann möchte ich gucken, wie groß der Unterschied ist bei dem, was da quasi so rauskommt. Ne? Eins, zwei... Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. So, ich habe jetzt 10 Pet Eggs geholt und ich möchte aber gerne wissen, wie ist der Unterschied zu Royal Eggs? Mhm. Und ich werde Baby Kahn 10 Royal Eggs kaufen und dann kann er die aufmachen und ich mache die 10 Pet Eggs auf. Das heißt, ich hole jetzt eben die Royal Eggs und dann überrasche ich Baby Kahn damit. Ja, Draco, du bekommst deine Pizza. Bleib doch mal ruhig, ist in Ordnung. So, bitteschön, deine Pizza. Ja, ich weiß, das freut dich. Und Leute, das neue Adopt-Me-Update ist auch da jetzt. Kann ich immer sehen, wie Draco so reagiert und wie er drauf ist. Guck mal, er freut sich so richtig und findet das richtig cool, muss ich sagen. So richtig cool. Was sagt ihr dazu, zu diesem neuen Update in Adopt-Me-City? Also ich feiere es. Wo bleibt denn Mama Dania? Mama Dania, es ist voll langweilig. Dann geh doch schlafen, Baby Kahn. Ja, ich kann doch nicht den ganzen Tag schlafen, wenn ich unterwegs bin. Aber ich kann nicht den ganzen Tag schlafen. Warten jetzt mit Draco hier vor der Tür. Es ist Nacht. Wo wartest du vor der Tür? Nein, also im Haus. Aha, ich wollte gerade sagen. Hallo. Ja, hier bin ich, siehst du? Und jetzt habe ich sogar Durst. Und du hast Durst. Ja, warte, ich gebe dir eben. Nein, ich trinke was. Okay. Was ist eigentlich mit deinem Teezimmer? Willst du das wieder aufbauen? Ja, also ich habe mir überlegt, ich baue mir ein Teeschloss. Du hast mir noch dieses Haus geschenkt, dieses Schloss, und da würde ich gerne ein komplettes Teeschloss reinbauen. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, gute Nacht, weil ich kann ja sonst nichts anderes machen. Oder darf ich vielleicht raus? Nein. Ja, dann gute Nacht. Baby Kahn, wenn du oben angekommen bist, check doch vielleicht mal dein Inventar. Hm? Oh wow, ich habe ein Butterbrot. Ja, was soll ich denn checken? Ja, ich habe ganz normales Essen, ich habe keine Geschenke, keine neuen Spielzeuge, ich habe kein neues Auto. Kinderwagen brauche ich nicht. Neue Klamotten für Draco haben wir auch nicht. Und warte mal, warum habe ich denn 10 Royal Eggs bei mir? Wo könnten die nur herkommen? Hast du die gekauft? Natürlich habe ich die gekauft und ich habe 10 Pet Eggs und wir machen die jetzt zusammen auf und gucken, was der Unterschied ist. Warte, ist das ein... Warte, stopp, ist das eine Falle? Nein, es ist keine Falle. Ich habe einfach Lust auf ein Experiment und du musst mitmachen, okay? Cool! Obwohl ich so viel Mist gemacht habe in letzter Zeit. Tja, so ist das eben manchmal. Aber du bist so gut, die Mama, sage ich dir, Mama Dania. Ich weiß. Warte, ich muss einmal nur kurz duschen. Und weißt du was? Vielleicht können wir auch ein kleines Spiel draus machen. Ich mache immer die Augen zu. Guck mal, Draco glitzert jetzt. Ja, ich weiß. Ich mache immer die Augen zu und versuche zu erraten. Und du sagst mir eine Farbe vom Pet, okay? Okay. Und ich versuche zu erraten, welches Pet es ist. Okay, können wir machen. Und du kannst ja gerne bei mir raten. Ja. Wollen wir das hier im Petzimmer machen? Ja. Du darfst gerne starten. Ich mache meine Augen zu. Okay. Ich warte. Eine Farbe ist... so sandgelb. Ich sage ein Shiba Inu. Das ist richtig!
ein Shiba Inu, aber aus einem normalen Pet-Egg? Ja. Boah, das ist schon heftig. Ja, das ist schon ziemlich cool. Okay, bist du als nächstes? Ja, ich mach. Willst du auch die Augen zumachen, oder? Ja, Augen sind zu. Okay, ich sage braun. Braun, da gibt's halt super viele Tiere. Ja, ich weiß. Und was sagst du? Schokolabrador. Dann schau mal. Ah, es ist ein Biber. Es ist ein Biber. Aber der kommt nicht so oft aus dem Royal Egg. Stimmt. Wie viele Shiba Inus hast du jetzt eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boah, du kannst ja schon zwei Neon. Ja, das stimmt, das stimmt. Okay, ich mach meine Augen zu. Packst du aus? Okay. Ja. Aber bisher ist im Pet-Egg was Besseres rausgekommen. Bisher, ja, aber wir haben ja auch erst eins. Also was Selteneres. Besser nicht unbedingt. Alle Pets sind cool. Okay, beige. Hund. Falsch. Oh, ein Fuchs. Ja, guck, jetzt erkenne ich auch, dass der so beige ist. Lag das vielleicht einfach nur daran, wo der gestanden hat, ne? Das kann sein, ja. Okay, dann bist du als nächstes dran. Mhm. Augen zu. Sind sie. Hm? Beige. Beige. Mhm. Es könnte wieder ein Fennec-Fox sein. Aber ich sage... Shiba Inu. Richtig! Yay! Ein Guck, ich habe jetzt auch einen Shiba Inu. Wie viele habe ich denn jetzt? Boah, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es wird bald wieder Zeit, unsere Pets zu verschenken, ne? Weil wir können uns nicht um alle kümmern. Das stimmt. Ich habe ganz wohl. Viele Marienkäfer schon wieder. Das stimmt Gut, wohl. Wir jetzt müssen bist du dran, los. Also bisher ist Gleichstand. Ja. So, hast du also die Augen zu? Pet-Eggs sind genauso gut, ja. Okay, pink. Bunny. Ja. Yay! Stimmt. Oh, wir sind richtig gut mittlerweile. Ja, stimmt wohl. Okay, du bist dran. Nochmal beige. Ich sage, jetzt ist ein Fennec Fox. Dann schau mal. Noch ein Shiba Inu? Echt jetzt? Ich finde die richtig süß. Ja, die jetzt habe ich schon süß. 9. Ich überlege, ob ich vielleicht 4 behalte und dann ein Neon Shiba Inu mache. Das könntest du machen. Ja, okay, ich bin dran. Okay, ich mache meine Augen zu. Gut. Leute, ihr könnt natürlich mitraten. Sandgelb. Puma. Schummelst du? Nein, wirklich nicht. Boah, es ist wirklich ein Puma. Ich habe nicht geschummelt, ich schwöre es. Okay. Dann bist du wieder dran. Ich weiß fast alles. Rot. Rot? Mhm. Könnte halt ein Dragon oder ein Red Panda sein. Aber ich gehe jetzt erstmal auf den Red Panda, weil ich glaube, bei einem Dragon hättest du das etwas euphorischer gesagt. Red Panda. Ja, das ist richtig! Yay! Sehr gut, Mama Danja. Okay, dann. Du bist dran. Meinst du, wir bekommen wieder ein Einhorn? Ich würde dir gerne eins schenken. Ich hätte auch gern wieder ein Einhorn. Da musst du Baby René fragen. Mhm. Rot. Ein Drache. Dann guck mal. Nein, auch ein Red Panda. Ja. Oh, cool. Guck mal, das sind Geschwister. Zwillinge. Das stimmt wohl. So, okay. Also, Augen zu. Also bisher muss ich aber sagen, dass in den Pet Eggs genauso Cooles drin ist wie in den Royal Eggs. Das muss ich allerdings auch sagen. Also der Unterschied ist noch nicht so groß. Augen zu. Sind sie. Okay, braun. Mama Danja, ich höre dich nicht. Braun. Ja, ich überlege gerade. Ein Büffel? Dann mach die Augen auf. Noch ein Biber? Mhm. Das ist ja krass. So viele Biber hatten wir, glaube ich, noch nie aus einem Royal Egg, oder? Ja, das stimmt. Also 2. Okay, Augen zu. Jetzt 2. Okay. Beige. Shiba Inu. Nein. Schon wieder ein Fuchs. Ja, schon wieder ein Fuchs. Cool. Okay, jetzt komm. Noch, wir sind bei der Hälfte angekommen, Mama Danja. Yes, let's go. So, Augen zu. Mhm. So grau-weiß. Grau-weiß. Mhm. Ein Schneepuma. Da
Dann schau mal. Ah, ein Red Panda. Also schon die Ohren wieder? Und so. Ja, ja gut, okay. Oh, guck mal, der Fuchs, er will schlafen. Guck mal, wie süß das aussieht. Ja, ich eingeschlummert. Ach, du kleiner Schatz. Okay. So, okay. Next. Augen zu. Hä, ich bin doch da. Bin ich nicht dran? Nein, ich bin dran. Okay. Pink. Rabbit? Nein, Bunny. Wieder Bunny. Oha. Ja. Ich dachte Bunny oder Rabbit, weil ein Einhorn, hättest du anders reagiert. Okay, pack aus. Okay. Augen zu. Ja. Beige. Shiba Inu. Und das ist richtig. Yay. Ey, wie viele Shiba Inus hast du jetzt? 3, oder? Ja, ich habe jetzt heute schon 3 gezogen. Mann. Okay, du bist wieder dran. Okay, Und? Schwarz. Auch ein Shiba Inu? Oh, ein roter Panda. Nein, ein Red Panda. Die Streifen Augen und so, ne? Und die Augen und die Füße. Ja, okay. So, meine letzten 3 Royal Eggs. Leute, was ist das Heftigste? Was war eigentlich das Heftigste, was bei euch in einem Pet Egg rausgekommen ist? Schreibt es mal in die Kommentare. Rot. Dragon. Was? Ein Drache. Das ist falsch. Oh, schon wieder ein Red Panda? Ist ja der Wahnsinn. Auch ganz viele, ne? Ja. Okay, ich glaube, das ist dein vorletztes Pet Egg, ne? Ja, ist es auch. Gut. Jetzt wird's spannend. Rot. Drache. Hm? Nein, es ist schon wieder ein Red Panda. Okay. Okay, dann pack du mal aus. Weiß. Weiß. Rabbit. Und das ist richtig! Yay! Boah, das weißt du ja richtig gut, Mama Danja. Ah, das war wirklich gut. Guck mal, wenn die duschen müssen, guck mal, dann stinken die so ein bisschen. Ja. Gut, okay, dein letztes Pet-Egg. Und ich mach meine Augen zu. Braun. Otter. Oh, ein Chocolate Labrador. Ja. Cool. Den hatten wir heute noch gar nicht. So, Mama Danja, mein letztes Royal das Egg. Das letzte Royal Egg. Pink. Bunny? Nein, auch wieder Rabbit. Auch wieder Rabbit, na gut. Ja. Also kein Einhorn heute. Nein, und auch kein Drachen. Aber ist ja nicht schlimm, aber wir haben gesehen, also ich muss schon sagen, also die Pet Eggs für den Preis sind die auf jeden Fall nicht schlechter als die Royal Eggs. Nein, das wirklich nicht. Also ich weiß nicht, wir können ja nochmal vergleichen. Wie viele Red Pandas hattest du drin? Ich hatte 3. Ich auch. Wie viele Fennec Foxes? Keinen, dafür hatte ich 3 Shiba Inus. Ja, und ich hatte 2 Shiba Inus. Ich hatte 2 Biber. Ja, dafür hatte ich 2 Fennec Fox und 2 Bunnies. 2 Rabbits habe ich dafür. Ja, und ich habe noch so einen Schokolabrador. Ja, also ich glaube, es ist fast das Gleiche. Ja, also wollen wir mal gucken gehen, wie die Chancen nochmal sind? Das würde mich jetzt gerade nochmal interessieren. Darf ich da raus aus dem Haus? Nur dafür. Okay, aber wir können uns doch direkt dahin teleportieren. Wir teleportieren uns dahin, das finde ich besser. Gut, weil dann kann ich ja nichts sehen. Korrekt. Okay. So. Also die Chance bei... Also 8% sagenhaft, 30% ultra selten, 37% selten und 25% ungewöhnlich. Ja, hier sind es 3% sagenhaft, 15% ultra selten, 27% selten, 35% ungewöhnlich und 20% häufig. Also... Ja, ich muss okay, sagen, also so bei selten und, Pets, bei selten und ungewöhnlich ist es ja relativ ähnlich. Ja. Also so, dass wir Pets haben, die häufig sind, ist sehr selten. Was ist denn, wenn ich ein Pet-Egg kaufe? Vielleicht ist da ein Unterschied, Mama Danja. Eine Schneekatze und die ist... Okay, ungewöhnlich. Okay, doch nicht so. Okay, ich gut. Ich mach mal ein Cracked-Egg auf. Ja, versuch mal da. Vielleicht kommt da was anderes raus. Also das Experiment ist auf jeden Fall gelungen. War ja. Ein gutes Experiment. Ja, auch ein Schokolabrador. Ja. Und der ist ungewöhnlich. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren und ich muss wahrscheinlich jetzt wieder nach Hause, ne? Wir gehen jetzt auf dem schnellsten Weg wieder nach Hause, Babykarne. Du hast noch Hausarrest. Tschüss. Ciao.